Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ich habe heute für euch zwei Varianten, wie man auch zu Hause Fitness machen kann, bisschen ausdauermäßig und so. Normalerweise würde ich gerne den Stab nutzen, aber nicht jeder hat einen Stab zu Hause. Was machen wir jetzt? Jeder natürlich in dieser Winterzeit einen Schal zu Hause hat oder ein Handtuch, und von beiden können wir unser Training für heute natürlich weitermachen können. Also Stab, wer Stab hat, ist okay, wenn nicht, dann kann er zur Seite liegen. Und ich fange jetzt ganz schön mit einem Schal oder Handtuch, wie ihr wollt. Und wir starten. Seid ihr bereit? Ich nehme erstmal hier. Achtet drauf, es wird natürlich zählen und versucht, wie möglich hinter mir zu machen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Und wir marschieren erstmal in Platz. Ganz schön. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Arme höher, eins. Und die Hüfte doller. Hopp, bisschen nach oben. Und eins, zwei, drei, vier. Rotieren, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und oben und unten. Oben und unten. Achte drauf, streck den ganzen Körper, die Beine immer in Funktion. Nochmal, wir zählen. Ab jetzt habt ihr eins, runter, zwei, runter, drei, runter, vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn. Und jetzt rechts, links, eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Strecken, sieben, acht, neun, zehn. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir kehren wieder zum Marsch. Und tiefer. Strecken wir den Tuch nach vorne oder den Schal. Ganz schön mit dem Bein. Eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und Step, Step. Guck mal, ich gehe jetzt nach rechts einen Schritt und nach links. Step, Touch, Step, Touch. Einschließen, 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 einschließen. Immer mit dem Bein. Und jetzt nutzen wir den Schal. Eins, zwei, zieh den Rumpf mit. Ganz schön, streck die Arme. Okay, habt ihr bekommen? Schritt, Touch, Schritt, Touch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, noch zehn, komm. Eins, zwei, atme tief, drei, vier, fünf, sehr gut. Hopp, und neun und zehn. Und wir kehren zum unserer Marsch. Und tief, wir greifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Andersrum, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und tief atmen und wieder nach oben. Eins, ich ziehe den Schal ganz schön hinter meinen Schultern und ganz schön immerhin, wer den Arm nicht strecken kann, ist kein Problem. Wir versuchen immer ein Bein nach Arm nach hinten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, noch zehn. Weitermachen. Bleib bei der Kondition. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und Luft holt. Ich halte den Schal vor mir und ich kehre jetzt hier. Beiden Fersen. Beiden Fersen. Zieh die Hüfte nach hinten. Beiden Fersen. Ganz schön langsam pressen. Und wir zählen ab jetzt. Und eins, zwei mit Tempo. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und wir fangen jetzt mit zehn mit dem Schal zu koordinieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Noch eine zehn machen wir auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und wir kehren wieder zum Marsch. Ganz schön tief atmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
meinen Körper dazu. Und tief atmen. Tief atmen. Ja, und wir fangen jetzt von unserem vorherigen Element, dass wir jetzt das Bein zu unserem Oberkörper ziehen müssen, den ganzen Winkel, und den Oberkörper mit dem Schal auch zunehmen. Und wir fangen an mit Marsch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir starten. Rechts, links, 3, 4, 5, 6, 7. Strecken. 8, 9, noch 10. Wir schaffen das. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir versuchen jetzt seitlich zu machen. Ich rotiere mein Becken, mein Bein, und da komme ich mit meinem Arm auch und Rumpf dazu. Also einmal rechts, einmal links. Achtung, bereit, und wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und Marsch. Wir marschieren hier mal am Platz und wir versuchen jetzt ganz schön den Oberkörper zu rotieren. Und in dem nächsten fangen wir Arm gegen Bein. Guck mal, meine rechte, mein linker, immer dagegen. Wir koordinieren ganz schön ordentlich. Und dazu brauchen wir ein bisschen Ausdauer und Kondition. Wir packen 30 Mal. Ja, richtig gehört. 30. Einmal rechts mit links, links mit rechts. Achtung, bereit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch 10. Bleiben wir beim Ausdauer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Gut gemacht. Und wir gehen zum Marsch. Tief atmen. Marsch. Wir öffnen jetzt die Beine ganz schön. Und ich werde jetzt meinen Rumpf rotieren. Guck mal. Ich strecke meine Arme wie mit dem Schal. Und versuche ich, meinen Rumpf zu rotieren. Einmal rechts, einmal links. Ich darf meine Beine aufsetzen. Und mit dem ganzen Rumpf rotieren. Seid ihr bereit? Okay. 1 und 2 und 3 und 4 rotieren. 5 und 6 und 7 und 8 und 9. Noch 10 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich versuche jetzt dasselbe, aber ein bisschen tiefer. Ganz schön tiefer. Die Rotation bleibt. Aber ich bin jetzt ein bisschen mit meinem Oberkörper und die Beine tiefer. Achtung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und tief atmen beim 10 und wir kehren zu unserer Marsch. Ganz schön. Tief atmen. Sehr gut. 1, 2, 3. Jetzt zählen wir, wie das machen mit Drittelschritt. 1, 2, 3. Heben, 1, 2, 3. Heben, 1, 2, 3. Heben, 1, 2, 3. Bei Heben kommt immer der Gegenarm dazu, zu dem Knie. Achtung, wir fangen mit dem rechten. 1, 2, 3. Hopp, 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 1, 2, 3. Hopp. Okay, richtig gemacht. Und weiter. Achtet auf eure Atem. Und hopp, 1, 2, 3. Und weitermachen. Atmen Sie von durch. Wunderbar. Und 1, 2, 3. Hopp. 1, 2, 3. Hopp. 1, 2, 3. Hopp. 1, 2, 3. Nochmals zweimal. Und das letzte. Und jetzt normale Marsch. Tief atmen. Wir strecken uns ganz schön weit. Und marschieren wir weiter. Von meinem Hüftbereich. Ganz schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir schicken jetzt, guck mal, der Rücken, die Arme bleiben aufrecht und versuche jetzt nur meine Beine, Oberkörper geradeaus, aber die Beine ganz schön zu dehnen. Einmal mit dem rechts, dann links, rechts, links, rechts, links und 1, 2, 3, 4,
machen jetzt weiter mit der dritten Runde, indem wir jetzt ganz schön mit unserem Kreislauf ein bisschen an der Sache reingehen müssen. Wer kann, das ist ja schön. Wir fangen mit dem Marsch und mein Element ist, dass wir jetzt 1, 2, 3 mit rechts hüpfen und dann der vierte Takt ist mal auf dem linken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der Körper bleibt oben mit dem Schal ganz schön nach oben. Seid ihr bereit? Und wir fangen mit dem rechten Bein, aber der Körper mit dem Schal und die Arme sind oben. 1, 2, 3, hopp. 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 1, 2, 3, Schritt. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, hopp. Letztes Mal. Und wechsel. Wir gehen immer an die Marschposition, unser Puls ein bisschen zu würdigen. Und wir fangen jetzt mit dem linken Bein. Dreimal hüpfen und dann einmal mit dem anderen Bein. Achtung. Und los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letztes Mal. 3, 4. Und marschieren. Wieder ganz schön. Puls. Luft holen. Und ich will jetzt meine Hüfte im Takt bringen. Ich kreuze mein rechtes Bein vorne, die Arme gehen dagegen, kommt die zweite Hüfte gekreuzt von meinem Körper. Immer die Arme gehen gegen die Beinrichtung. Also das Bein kommt nach innen, die Arme außen. Außen, Beine innen und immer im Wechsel. Wir rotieren uns aber rum und wir koordinieren dazu. Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch 10 dazu, gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, letzter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wieder kehren wir zum Marsch und die Beine wieder hüftebreit, ganz schön nach vorne und wir boxen ganz schön mit dem Schal nach vorne, ganz schön. Wir nehmen den Rumpf mit. Und 1, 2 und 3 und 4. Nur von dem Rumpf heraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und Luft, wir tippen jetzt weiter. Und wir gehen mit dem Ausfallschritt ganz schön auf die Position und die Arme nach vorne und wir tippen mit dem Bein, ganz schön, 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10, nochmal 10, wer kann, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10, sehr gut, wir wechseln auf die andere Seite, Ausfallschritt ganz schön nach vorne, die Arme nach vorne strecken. Und wir tippen mit dem Bein. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9. Noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir kehren zu unserer Position mit dem Marsch. Ganz schön. Hol es ein bisschen runter. Und tief atmen. Und jetzt fange ich ganz schön ruhig mit dem Arm zu kreisen. Ich schiebe Arm nach dem anderen zu einer leichten Rotation von mir und von meinem Gesicht. Ganz schön und andersrum. Ganz schön. Immer im Wechsel rotieren und tief atmen. Ich halte jetzt den Tuch oder meinen Schal hinter meine Halswirbelsäule, stelle ich meine Arme zur Seite und gehe ich nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Letzter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind fertig. 9 und 10. Und ganz schön Luft holen und tief atmen.
Sehr gut. Ja, ihr habt das bis jetzt wunderbar mitgemacht. Ich bin ganz stolz auf euch. Und wir fahren jetzt ganz schön mit unserem Körper. Ihr habt bemerkt, dass wir viel vor die Beine gemacht haben mit dem Oberkörper und die Koordination hin und her. Und deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen unseren Kühldarm. Wir lassen jetzt unsere Schal oder unser Tuch hinter unserem Rücken und wir dehnen uns spitze nach vorne, ganz schön auf der linken Seite, ganz schön. Achte darauf, dass die Fußspitze immer nach vorne zeigen, das geht nur um meinen Rumpf. Also nämlich heute viel gearbeitet, viel geleistet, sehr schön. Und dann auf der anderen Seite auch dasselbe. Ganz schön tief einatmen, wunderbar. Wir halten nochmal ein paar Sekunden, sehr schön. Und jetzt versuchen wir nach vorne zu tauchen, strecken wir den Tuch. Achte darauf, dass der Halswirbelsäule, Rückenwirbelsäule, alles auf Linie, genauso wie meine Fußspitze, Knie und Hüftgelenk. Tief einatmen und ausstrecken. Noch einmal, der Rücken nach vorne, ganz in der Mitte, wir strecken die Arme ganz schön nach hinten, wunderbar. Und Luft holen, wunderbar. Und jetzt wieder zurück und zum Tiefatmen. Das war mein Tuch, mein Schal, mein Lieblingshausmittelgerät. Das hat er auch wunderbar mit mir heute gemacht. Ich bedanke mich bei euch und viel Spaß beim Mitmachen. Tschüss!